Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulima. Wir stehen in der Höhle, aber nicht ohne vorher ein Level abgemacht zu haben, offscreen. Man hat nichts verpasst, wir haben einfach random Gegnergruppen getötet. Und wir haben Skillpunkte gekauft für Gold. Was hast du gemacht? Ja, aber das ist richtig. So, er kann immer noch nichts Neues. Dann lernt er die Standardsachen. Oder nicht? Ja, vielleicht haben wir ein Learning. Bei 5% für 3 Skillpunkte, das lohnt sich. Ja, hängt der eher so levelmäßig ein bisschen hinterher, weil wir da am Anfang immer hier dieses, genau die beiden geskillt haben. Ja. Also so, Energie und Konzentration kriegt er. Das klingt gut. Sie kriegt den Mass Heal. Wie viel heilt er denn? 600. Ja, das ist 600. Ja, 600. Ja, 600. Genau. Man träumen schon. So, Armor und Learning braucht sie nicht. Und ich verrat's einfach, wir haben sogar so eine Büffel kaputt gekriegt. 2 sogar. Aber das dauert und ist mit ein bisschen Glück verbunden. Noch. Also in der Hinsicht auch nichts verpasst, es wird alles noch nachgeholt. Ja, eine Büffel steht ja noch hier in dem Emeraldsee, also in dem grünen See. Und zur Not gibt's ja noch die random Büffel. Naja. Ah, die sind ohnehin schon selten. Wir müssen aufpassen, dass wir die nicht vollends ausrotten. Ja, die eine steht hier auf der Karte. Wir töten ja keine Monster offscreen, die auf der Karte erscheinen. So. Thunderstorm. Das stunt natürlich, aber... Na, wir brauchen ja was für... Armor. Was? Was ist denn Brittle? Zerstören, also. Ah. Es reduziert zerbröckeln. Halt, ja, zerbröckelnd, also wegmachen. Ja, ich glaube, das lernen wir mal. Bei 10 wird 10% jetzt bei Ixos ungefähr. Und das bleibt ja immer da, also das machen wir einmal und dadurch sind alle das besser. Das ist dann Kampfeslänge? Ja, ja. Das ist cool. Hier steht Permanent. Okay, Permanent. Ach, dann lernt er ansonsten nichts mehr. Ja. Wir heben die auf. Energie. Was hast du denn? Hast du hier Meditation? Ja. Gut. Ja, ich frage alles nur. Gute. Ich glaub dir das. Ah, vielleicht noch die schnellen Reflexe. Ach nee, warum denn? Die hat er bisher auch nicht gebraucht. Ja, vielleicht wäre dann mal weniger gestorben. Stirbt eh voll selten. Weil wir ihn mit unserem Leben beschützen. Das ist eigentlich ein Grund, warum du Xos übergangen hast. Nein. Ja. Weil ich es nicht gesehen habe, weil es eins zuletzt ist. Aufpassen. Dann muss ich aufpassen, dass der Xos da nicht... Wie ein Lux. So, Konstitution. Benachteiligt wird. Ich weiß ja eh nicht, was wir lernen sollen. So, Rage geht ja nicht mehr. Ich würde mal Steadiness noch ein bisschen... Ja, warum nicht? Immunity. Bodybuilding. Alles. Armors. Tactics? Das erhöht unsere Initiative. Ja, mach auch. Ah, erstmal hier Tick Value. Ah, kostet ja 9. Ja, das ist geschenkt. Speed und Stärke würde ich machen. Stärke? Oder ganz egal, meine Konstitution. Ja, das war so ein bisschen niedrig zum Vergleich zu den anderen. Also, Requiem. Sehr schön. Jetzt töten wir einfach schwache Monster instant, hoffentlich. Das wäre es natürlich. Wenn diese Askari dann einfach tot umfallen würden. Ein Traum. So, aber jetzt weiter erkunden. Und los. Zwar geschwind. Aber wir werden natürlich hier den Instant-Tod auch an den anderen Gegnern mal testen. Ne? Ja. Nö. Vielleicht haben wir ja Glück. Oder? Ja. Meine vielleicht kann es ja sogar mal bei einem Boss funktionieren mit 0,01% Wahrscheinlichkeit. Und dann machst du einfach, bis es klappt. Ja, ich meine, Zufall arbeitet dafür dich. Irgendwann wird es kommen. Irgendwann. Aber 0,01%? Ja. Das ist natürlich sehr wenig. Da kann man schon einige tausend Mal... Ja, oh. der stirbt gleich. Ein Meister der Magie. Ja, der kann aber auch nichts. Der ist neu. Ja. Und. Ja. Das ist. Ah, wie gut.
Damit ist ihre Bedeutung innerhalb der Gruppe einfach signifikant gestiegen. Aber wer sich wundert, warum wir so komisch stehen, das war wegen den Wyvern. Hat aber nichts gebracht. Ach, ja. Ja, das müssen wir noch verbessern. Jetzt einfach noch mit dem Tod ausprobieren sollen. Der mag ja schon nerven. Hab ich doch. Also, ich hatte dort den Tod gewirkt. Ach so, das hat nicht geklappt. Ich dachte, du hättest gestunt oder so. Nee, nee. Da hat mich schon gewundert, warum es nicht klappt. Ja, der Magier war jetzt auch nicht so das Problem. Ja, aber der hatte 125 Leben. Nee, das ist. Das ja, ist für nichts. Den Magier. Wie haben die? 300? 260 ist eigentlich auch nichts. Ja, man merkt, dass wir hier bei der Hauptstory sind. Wo man natürlich leichter fortschreiten kann als sonst wo. Ja, vielleicht ist aber nur gefühlt so. Ja, wir haben ja ziemlich aufgeholt mit dem Grinden offscreen. Wir sind ja jetzt schon in dem Land, wo wir jetzt auch wirklich sind, also in Devonia. Ja. So, die Wunden lassen wir mal bei der Schurkin. Ja, die sind ja unterwegs. Sie können aber hier so ein Ding essen. Ich meine, wir haben was Wunden wegmacht. Ja, aber wir erkunden. Und zwei Wunden machen da noch nichts. Das stimmt. Und da Nahrung begrenzt ist. Deswegen sage ich ja was essen. Also so ein Ei oder so, keine Nahrung. So, da sterben jetzt drei Spinnen sofort. Ich hoffe es. Ich habe so ein Gefühl. Aber wenn der fehlschlägt, dann stirbt sie gleich selber. Nein. Das wäre ja absurd. Na, ja, das ist natürlich auch Level 1, ne? Aber nicht vergessen. Ich dachte, wir wären easy. Ah, hier, dritte Arme aus der Eis. Ja, die sind ja auch easy. So easy sieht das hier aber gar nicht aus. Ja, aber da ist der Makler jetzt erstmal Fehlschläge gemacht. Dann ist es einfach. Ja, genau. Hä? Weil Fehlschläge des Magiers immer gut für uns sind. Wenn diese Netz hängen. Ist ja kein Zustand. Warum steht C ganz links? Das muss man mir mal erklären. Magie. C, A, B. Das ist das neue Alphabet. Ja, die Spinnen spielen hier mit allen miesen Tricks. Denken sich, ah, hier, da kommen die. Der denkt dann, dass ich Spinne bei A wäre. Genau, und dann denkt er, ach, er denkt wahrscheinlich gar nicht, weil er Gaulin ist, aber egal. So. Das war gut. Sie muss Ixus heilen. Warum? Ach, mal Gaulin meine ich natürlich. Ixus hat auch 30 gibt. Ja, aber der hätte ja noch überlebt. Lag daneben, Entschuldigung. Unverzeihbar. So, Spinnen. Vier lustig gestreifte Eier. Nein, wir können hier nicht rasten. Ja, das ist voll gefährlich. Was? Wir haben die Spinnen getötet. Ja, die Spinnen sind ja nicht die Gefahr. Die Gefahr sind die anderen Wesen, die hier warten. Na. Wiegen nix. Ja. Als ob man Luft anhätte. Wobei Luft ja was wiegt. So. 23. So, und hier wurde uns natürlich gesagt, dass man den Mauszeiger nicht sieht. Manchmal. Also wir klicken immer da, wo wir klicken. Da muss sich was verändert. Gehen wir oben rum oder unten rum? Unten rum. Sicher? Ja, ich weiß nicht, ob oben. Ne, wahrscheinlich müssen wir sogar oben rum, oder? Ja. Da wollte ich jetzt einfach nur mal zeigen, dass du recht hast. Ich glaube, ich hatte die Anzahl der benötigten Zahnräder mit der Anzahl der Dietriche verwechselt. 400 Lebenspunkte. Sieht doch ziemlich lecker aus.
Irgendwo könnte man mal so Mana und Heiltränke kaufen. Ne, so doofe Gläser kriegst du bestimmt irgendwo. Ja, ja, das waren ja so, das war dann so ein Energy-Trink. Ein Energy-Trink. Ja. So, hier stehen Räuber, das heißt, hier wird es nicht zum Prinzen gehen. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass der sich nicht unbedingt mit Räubern einlässt. Es gab sogar mal so eine Super Mario-Limonade. Die hatte ich tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen gefunden und ihm geschrieben, ich würde die gerne kaufen. Hab nie eine Antwort gekriegt. Hättest du anrufen müssen. Ich ruf doch dann nicht an, dann sag ich, ich möchte die Super Mario Limonade kaufen. Das Problem ist, wenn man sowas kauft und dann ins Regal stellt, voll, dass man es irgendwann trinken möchte. Nee, ich glaube, die war schon seit geraumer Zeit abgelaufen. Egal. Trotzdem muss man testen, wie das schmeckt. Es war Orange. Ich nehme an, das ging irgendwo in die Richtung Fanta. Irgendwann kriege ich sowas, und wenn ich es irgendwo in Japan bestelle. Massenheilung. Hey, warum probierst du mir nicht den Instant-Tod? Ah, weil die so hoch sind und eh unsere Zauber schon stark ausweichen. Also, widerstehen. Ja. Na gut. Ah, die Schwachen, aber. Ob die nun leben oder sterben? Es ist zumindest. Wenn ich da auf Seiten der Diebe kämpfen würde, würde es mich sehr einschüchtern, würde sowas gewirkt werden. Naja, aber das ist ja nicht das Spiel. Ah. Wäre aber interessant, das so umzusetzen. Vielleicht mit so einem. In ja, Dawn of War gibt es sowas. So Moral heißt das da, glaube ich, wenn man davon dann. Es hat jede Einheit so eine Moralwert. Und wenn der halt weg ist, dann löst sich der Trupp auf. Zerfällt quasi. Das könnte man ja in so Rollenspielen theoretisch auch realisieren. Ja. Na, warum was verbessern, was nicht verbessert werden muss? Ach, man muss so in alle Richtungen mal denken. Hier kommst du mal. Ach, Mama. Ging doch bisher auch ohne. Hau mir nicht. Trend ist doch dazu, Mana wegzumachen. Was? Nicht in meiner Welt. Beispiele? Weiß nicht, aber so gefühlt ist immer weniger Mana. Ja, heißt es Energie, aber. Ja, das ist ja was. Nee, das ist äquivalent. Ja, aber wenn. Mana ist halt so. So 2000er. Ja, das hat halt keine Herkunft. Wenn dessen so Energie oder Konzentration. Sinnvoller ist für Zauber, wo man sich unter Umständen konzentrieren muss und nicht irgendwelche göttlichen. Du musst unbedingt unseren Chef heilen. Oh, das war nicht genug. Ja, und der klaut auch noch die Heiltränke. Na, ist egal. Unerhört, was? Na gut. Wenn hier jetzt einer tot ist, dann ist echt egal. Nur dürfen die anderen nicht auch noch sterben. Und er wahrscheinlich. Wird weniger. Nicht das Problem. So, sie muss da irgendwie mal einen zerschneiden. Interessant, dass die Diebe uns hier so zusetzen. Das sind halt die Blutungen. Sie hat einen Haufen Mana irgendwie. Ja, hatte ich vergessen einzusetzen. Ich dachte schon. So, sie braucht jetzt. Nimm lieber einen Trank, und wenn es ein kleiner ist. Nee, nimm einen großen, sie hat 20 Blutung. Nimm hier 4. 4? Ja, ist. Wie viel heilt der? 50. Na gut. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Oh. Was? Nee. Innendrang? Oh, hättest du nicht getroffen, wärst du verblutet. Ach, du bist so feige. Ja. Die Feigen überleben aber. Oh, Magier schon wieder ein Level ab.
Die werden aber nie Großes erreichen. Ja. Na, die anderen sind tot. Ach, wir leben doch. Die, ja. Naja, na ja, gut. Belassen wir es dabei. Und wir haben einen schönen Heiltrank. Gespart, naja. So, Energieabsorption. Und wir kriegen das sogar. Das ist doch cool. Ja. Das brauchen wir unbedingt nächstes Level. So, die Armor schrettern. Meditation, Immunity. Ja, dann war's auch. Dann heben wir uns den einen Punkt auf, um das hier auf jeden Fall lernen zu können. So sieht's aus. Und das sollte auch so gehen. So, vielleicht noch ein bisschen Konzentration. Zack. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werden wir hier dieses Diebesversteck, möchte ich es nennen. Den Löwenkopf können wir schon mal bedienen. Dann werden wir den in der nächsten Folge gleich zu Beginn benutzen. Bis dahin.